Hi Leute, Forti hier. Heute zeige ich euch eine Lösung für ein kleines, aber sehr, sehr nerviges Problem, wie ich finde. Und zwar geht es darum, dass man in-game bzw. während des Overwatchs eigener Demos nicht wie gewohnt mit F12 einen Screenshot machen kann. Sprich, ich drücke jetzt hier oder spamme vielmehr die Taste F12 bei mir und es tut sich nichts. Es wird kein Screenshot gemacht. Screenshots sind natürlich ganz cool, wenn man dir zum Beispiel Video-Thumbnails oder ähnliches bauen will. Deshalb hat mich das sehr, sehr aufgeregt. Ich weiß nicht genau, ob ihr auch dieses Problem habt, aber im Internet wurde das schon sehr, sehr häufig an verschiedenen Stellen gefragt, was denn die Lösung dafür ist. Und das wird zum Teil auch so eine Third-Party-Lösung angeboten, also sprich zusätzliche Software, was ich aber nicht so schön finde. Ich habe alternativ herausgefunden, dass es eine Möglichkeit gibt, per Konsole einen Screenshot zu machen. Sprich, dieser Befehl lautet DevShots unterstrich Screenshot. Ihr habt das Geräusch wahrscheinlich gehört, dass jetzt ein Screenshot gemacht wurde. Ich drücke einmal die Pfeiltaste nach oben, schicke nochmal ab und es wird noch ein Screenshot gemacht. Der Nachteil ist natürlich, dass alles, was hier auf dem Bildschirm angezeigt wird, sprich auch die Konsole, gescreenshottet wird. Das ist natürlich total doof. Die will ich ja gar nicht haben, sondern ich will natürlich mein Gameplay, mein Model oder mein Skin hier fotografieren, beziehungsweise screenshotten. Damit das also nicht passiert, müssen wir den Befehl in unsere Config schreiben. Und das heißt nicht einfach nur schreiben, sondern auf eine bestimmte Taste legen. Und man könnte jetzt einfach einen neuen Bind erstellen. Allerdings finde ich, wir können dafür einfach den alten oder den bestehenden nutzen. Im Normalfall in der Standardkonfiguration sozusagen, in der Standardconfig ist es eben F12. Und hier steht ja unterstrich Record Leerzeichen Demo. Damit funktioniert das aber, wie gesagt, entweder nicht immer oder zumindest, wie gesagt, bei mir nicht. Deshalb ersetze ich jetzt hier einfach diesen Bind beziehungsweise diesen Befehl durch meinen neuen Befehl DevShots unterstrich Screenshot speichere und ja, mache dann fröhlich Screenshots aus den Demos. Ich hoffe, dieser Tipp war hilfreich für euch. Gebt mir gerne einen Like, wenn das Video euch gefallen hat. Ansonsten schönen Abend und bis denn.